In der Partyhauptstadt Berlin geht normalerweise immer was ab. Und glaub mir, auch ich würde abends lieber was mit Freunden machen und feiern gehen. Aber ich bleib zu Hause. Mach mit, weil jeder zählt. Jeder zählt. Gemeinsam gegen Corona. Ich wollte also 24 Stunden vor dem Eingriff nehmen, damit der Muttermund weicher wird und sich leichter dehnen lässt. Ey, das hört sich so schlimm an. Schatzi, ey, tut mir auch echt leid, dass du das durchmachen musst, wirklich. Diese Abtreibung, das ist was Fürchterliches. Aber du bist ja dennoch sicher, dass du das durchziehen willst, ja? Ja. Ich muss das durchziehen. Das Kind zu behalten, das ist gar keine Option. Ja, dann wann hast du den Termin bei Frau Dr. Lemke morgen Nachmittag, ne? Ja, genau. Ja, dann musst du die Tablette heute Nachmittag nehmen. Das ist es, ja. Du weißt, dass das schon eine halbe Abtreibung ist, das, was da draufsteht. Du willst jetzt wirklich durchziehen? Ja. Wie kannst du noch in den Spiegel schauen? Jetzt mal ganz im Ernst, Kim. Hör auf. Wenn du weißt, dass du eine scheiß Mörderin bist, jetzt mal ganz im Ernst. Hey. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Warum lässt Connor mich nicht einfach in Ruhe? Mir macht das doch selbst total zu schaffen. Mann, dein Sohn hat sich einfach wieder nicht im Griff. Ja, wo genau. Willst du hin? Ich muss jetzt wirklich zur Schule. Ich muss echt. Hey, ganz kurz. Bist du sicher, dass du zur Schule willst? Ja. Ey, ich habe volles Verständnis, wenn du zu Hause bleibst. Das ist keine leichte Sache. Guck mal, erst die Tablette heute Morgen, der Eingriff. Von mir aus, bleib lieber hier und versuch dich zu entspannen. Ausnahmsweise bin ich da wirklich noch nicht. Ich muss jetzt wirklich los. Sorry, alles gut, wirklich. Boah, ich fühle mich einfach wie das Allerletzte. Mike ist so süß zu mir und das nach allem, was ich ihm angetan habe. Dabei kennt er nicht mehr die ganze Wahrheit. Kim, wir reden jetzt. Entschuldigung, könntest du uns vielleicht kurz für 2 Minuten allein lassen? Dein Ernst, das ist nicht nur euer Raum. Ja, ich weiß. 2 Minuten, ja. Danach. Muss das jetzt sein? Ja, muss es. Danke. Hey, von dir. Denk gar nicht, dass ich dich in Ruhe lasse, bis du einsiehst, Kim, Abtreibung ist der falsche Weg. Glaub es mir, ich war früher auch so ein Unfall. Meine Eltern waren 15. Was wäre denn passiert, wenn meine Mom das gemacht hätte? Connor, was erwartest du gerade von mir, hä? Was soll ich machen, Alter? Guck mal, ich weiß doch selbst nicht mehr, was das Richtige ist. Willst du, dass ich das Kind behalte, dass ich nicht abtreibe? Okay, wie stellst du dir das dann vor, hä? Soll ich deinem Vater das Kind unterjubeln oder was? Nein, natürlich nicht. Ach so, also soll ich das Kind behalten, ja? Und wir machen dann wir zusammen auf Happy Family? Ich meine, schließlich bist du ja der Vater, ist ja nicht Mike. Denkst du denn wohl nicht, dass Mike dann bei mir bleibt oder was, hä? Ja, nee, so auch nicht. Also. Ja, dann sag mir doch einfach, was ich machen soll. Sag's mir. Ich meine, scheinbar hast du ja die optimale Lösung für alles. Dann sag es mir. Weil ich weiß langsam auch nicht mehr, was das Richtige ist. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Was soll ich denn sagen? Also. Guck mal, mir fällt das auch nicht leicht mit der Abtreibung. Mir fällt das wirklich auch nicht leicht. Aber wir haben keine andere Wahl. Kannst du es bitte auch mal einsehen? Ja, vielleicht hast du recht. Weißt du, wir haben diesen Fehler gemacht. Ja. Aber wir müssen das jetzt wieder gerade biegen. Ansonsten zerstören wir unser ganzes Leben. Ich hoffe einfach nur, dass Connor jetzt endlich kapiert hat, dass ich gar keine andere Wahl habe, als unser Kind abzutreiben. Dass er mich jetzt auch endlich in Ruhe lässt. Ach, scheiße, jetzt ist es schon fast soweit. Nachher muss ich die Tablette nehmen und morgen dann. Boah, ich will gar nicht daran denken. Baby? Was machst du denn hier? Okay, bisschen früher. Musst du mich im rein? Ja, theoretisch müsste ich da sein, aber Emmy ist für mich eingesprungen und ich habe mich freigenommen. Okay. Weil ich koche für uns. Du kochst für uns? Ja. Ich bin noch mittendrin, kann man fast sagen. Aber du, komm, wir gehen schon mal in die Küche. Mhm. Und mein Lieblingsnachtisch. Ja, komm, nimm Platz, ich mach den Rest. Soll ich dir helfen? Nee, du kannst dich hinsetzen. Damit kannst du mir helfen. Oder Teller? Nein, auch das nicht. Warte. Setzen. Danke.
das nicht machen. Ich weiß, wie schwer dir das alles ohnehin schon fällt und... Weißt du, ich kann das auch alles alleine durchmachen. Ich weiß, wie sehr dich das belastet und wie sehr dich meine Entscheidung belastet. Ist immer noch schwer für mich, okay? Ja, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass du das Kind bekommst und wir eine richtig kleine Familie werden. Und guck mal. Es tut mir leid, dass ich in den letzten Tagen noch nicht so für dich da war, wie ich hätte sein wollen. Ich musste damit erst mal irgendwie selbst klarkommen. Okay, das habe ich jetzt gemacht und jetzt möchte ich gerne, dass wir das zusammen durchstehen. Ich will dir keine Vorwürfe irgendwas machen, okay? Ich fühle mich ohnehin schon schlecht. Und jetzt kochst du auch noch und machst alles für mich. Ja, aber du musst dich nicht schlecht fühlen. Es ist deine Entscheidung gewesen, du wirst deine Gründe gehabt haben und ich will nicht, dass das zwischen uns steht. Marc ist einfach so süß zu mir. Ich glaube, der liebt mich wirklich. Und wenn wir diese Abtreibung dann durchgestanden haben, dann wird auch alles wieder gut und wir können endlich wieder glücklich sein. Kim hat ja irgendwie recht. Die Situation ist beschissen und ich habe auch keine Lösung für all das. Aber vielleicht hätte die sich ja noch gefunden, wenn das Kind erstmal da gewesen wäre. Hey. Hey, was machst du hier? Hast du dich doch noch erwischt. Was machst du? Waren wir verabredet? Nee, ich bin spontan vorbeigekommen. Guck mal, ich habe gedacht, wir können einen schönen Nachmittag zusammen verbringen. Zum Weihnachtsmarkt. Das ist nicht, ob ich da gerade so Lust drauf habe. Okay, wir müssen ja nicht zum Weihnachtsmarkt, wir können auch ins Kino gehen. Oder wir gehen zur Eishalle. Ich würde gerne einfach nach Hause, ja. Pass auf, ja. Aber wir haben da schon vor lange nichts Schönes mehr zu zweit gemacht. Ich glaube, das wird uns ganz gut tun. Und abgesehen davon wäre das auch eine gute Ablenkung für dich. Oh, keine Ablenkung, mir geht's gut. Klar, dir geht's gut, merkt man. Hat man auch heute Morgen gemerkt? Ja, du hast dich total darüber aufgeregt, dass Kim das Kind abtreiben will. Ja, zu Recht. Ja, ich verstehe dich, aber es ist nicht dein Kind. Das ist immer noch Kims Kind und damit auch ihre Entscheidung und nicht deine. Trotzdem verstehe ich nicht, wie man ein Kind abtreiben kann. Ich würde sowas nicht machen. Ja, jetzt warte doch mal. Guck mal, ich verspreche dir, wenn wir mal in der Situation sind, dann werden wir das Kind behalten. Weil ich könnte das auch nicht. Und du wärst bestimmt ein super Papa. Und dann sind wir wie so eine kleine Familie und wir machen einfach alles anders. Ich glaube, wir wären richtig coole Eltern. Ich dachte wirklich, ich könnte es, aber es geht nicht. Ich kann nicht einfach so akzeptieren, dass Kim unser Kind gerade tötet. Ja, ja, lass uns nach Hause, ja? Lass uns einfach nach Hause, komm, bitte. Okay, ja. Und warum so schnell? Danke für das Essen. Alles, Baby. Ich muss jetzt. Ich weiß. Verstehen, dass es auch für dich irgendwie eine harte Nummer ist. Aber das ist Kims Entscheidung. Beziehungsweise das entscheiden wir gemeinsam. Nein, es ist auch meine Entscheidung. Connor. Nein, es ist eben nicht. Doch, es ist die von mir und Kim. Warum soll es deine Entscheidung sein? Weil es mein Kind ist, Papa! Kim. Ist das wahr? Toni, warte. Komm mal! Sei ruhig! Wenn nichts mehr hören, von keinem von euch!
Kimi, hallo? Kimi, kann mir mal jemand erzählen, was hier los ist? Bitte komm raus, lass mich das doch einfach erklären. Ich weiß, wie schlimm das ist, was ich gemacht habe, aber ich kann das doch jetzt nicht durch die Tür einfach sagen. Bitte komm. Warte, was machst du? Ja, wonach sieht's aus? Ich gehe. Bitte, lass mich das einfach erklären, okay? Ich weiß, wie schlimm das ist, was ich gemacht habe. Aber das mit Kim, es hat nichts bedeutet, okay? Connor, das war... Hör auf, du sollst aufhören. Ich will es nicht mehr hören. Du hättest es mir vorher erklären können. Es ist zu spät. Ich gehe. Wohin? Zu Miller, und ich sag dir eins. Wag es gar nicht, erst aufzutauchen. Ich will dich nie wiedersehen. Scheiße. Toni hat mich verlassen. Und ich bin's einfach selber schuld. Fuck. Wie könnte ich dir das antun? Hey! Moment mal, was ist denn los? Jetzt macht mir Mike so Angst, jetzt ist es so. Das Mike hier, ja. Aber ein Kaffee, aber ich würde nicht nach dem Kim. Ich würde wirklich nicht nach. Ja. Wenn es nur den Hauch einer Chance gibt, dass Mike mir zuhört, dann muss ich das einfach nutzen. Ich muss ihm einfach alles erklären. Hey. Es tut mir leid. Ich weiß, das hört sich jetzt total bescheuert an, aber ich hab das nicht geplant. Connor und ich, wir haben das beide nicht geplant. Es ist einfach auf dieser Party. Ich hab gedacht, du hast mit mir Schluss gemacht. Ich dachte, du willst mich nicht mehr. Und dann ist das halt einfach passiert. Ich dachte, bist du mit Paula? Wir hatten nicht. Nick, bitte. Du magst es nicht, Ernst, komm. Es tut mir leid. Kim, wie krank bist du eigentlich? Hä? Schon damals hat dieser ganze Vergewaltigungsscheiße, die du mir angehangen hast, das hat nichts mehr. Das Normalste in der Welt. Ich kann das alles erklären. Okay? Was willst du erklären? Was willst du erklären? Dass du mir ein Kind anhängen wolltest von meinem Sohn? Das? Ich wollte das alles nicht. Auf deine Worte ist geschissen, Kim. Alles Lügen. Mein bitte. Hör ab oder ich vergesse mich, Kim. Raus! Und ich weiß, ich habe alles kaputt gemacht, aber... Und Mike darf mich einfach nicht verlassen. Ich liebe ihn doch. Ich habe noch nie jemanden so sehr geliebt wie ihn. Alles gut. Papa, sie will immer noch abtreiben. Das ist mir scheißegal, egal, was sie machen möchte. Du bist der Einzige, der was dagegen unternehmen kann. Das ist dein Enkelkind. Bist du dir sicher? Was ist denn mit dir und Paula? Da liegt doch auch irgendwas in der Luft. Ich hatte ja jetzt Zeit, ein bisschen mich zu sortieren, aber ich muss es ja einfach sagen. Mir ist auf der Suche nach Peggy was klar geworden, wo ich unterwegs war. Ich schlag dich zusammen, wenn du jetzt das Geld rausrückst, Mann! Hey, was passiert denn da jetzt gerade? Erik Meyer ist mein Freund, richtig.